Hallo und wieder recht herzlich willkommen in Raft mit dem Amamuro. Guten Abend. Und auch wenn es nicht so aussieht, dass wir in Raft sind, wir sind in Raft, auch wenn wir nicht auf dem Floß sind. Wir sind in Tanagata Town, wollte ich gerade sagen. Tanagata Town, das ist ein bisschen Tangaroa. Nice. Und wir machen hier gerade ein bisschen... Hast du die Seilrutsche dabei? Ja, sicher. Angeschnallt. Also wo bist du denn hier ganz oben? Nein, hier ganz oben. Ja, ich denke mal, wir müssen hier mal irgendwie so... Ja, ich sehe das da hinten gerade. Ja, da kommst du aber nur runter, Ammo. Dann kannst du von da oben nur wieder runter. Ich weiß, was du meinst. Ja. Da kannst du bis jetzt nur wieder runter. Du wolltest ja... Nö, nein! Guck mal hier. Ha! Oder? Nee. Nee. Doch! Oh ja. Na? Die Ratte. Ammo bringt erstmal die Ratte um. Oh, schön. Ich mache mal ein paar Aufnahmen hier. So, ab geht er. Gut. Gerade so durchgekommen. Ja, hast du die Ratte aufgegessen? Ja, ja. Ich hab sie noch gegessen, als sie gezappelt hat. Oha. Nice. Oh yeah. Yep. Du auch? Da ist eine Münze. 10 Stück. Wo denn? Unter deinen Füßen. Nice. Perfekt. Wir können die Rucksäcke besorgen. Jeder. Oh, herrlich. Ich habe einmal einen Platz mehr. Ja, das wäre schade. Okay, hier liegt nichts. Oder hast du hier noch was gefunden? Nee, ich bin gerade beim Looky Looky machen. Nee. Auch hier in der Ecke nicht. Dann nach oben. Alter, ist das Ding riesig. Hier geht er noch höher. Ja, wow, warte. Cool. Wenn wir noch ein paar Münzen finden, ist doch gut. Ja. Koffer gefunden und schmeiß das weg hier. 11. Ich muss erst mal gucken. Ammo, ich habe hier einen Bauplan. Die wollen wir ja aufheben. Ich schmeiß jetzt mal ein paar Bretter weg. Und guck mal nach, was ich hier aufsammeln kann. Kupfer. Nehmen wir. Kupfer ist mit Bretter, finden wir eher. Ja. So, warte mal. Was trinken? Pizza essen. Nice. Das hat aber ordentlich Punkte gebracht. Was denn? Ach, so eine Pizza lecker hier hatte ich gehabt. Die hat ja okay. Ordentlich was gebracht. So, hier ist wahrscheinlich auch nichts. Dann nochmal ein Stockwerk höher. Ja, warte, ich komme. Oh, hier ist eine Bar. Na, die Planke, die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Die können wir später. Nee. Jawohl, Ammo. Ammo hinterm Tresen, das kennen wir doch schon. Oh ja. Coole Bar. Ja. Okay, hier muss man... Jupp, entrunnen. Ach du Scheibe. Aber gucken wir erstmal, ob wir da wirklich lang müssen. Geht das noch höher? Tatsache, ja, nee, wir müssen runter. Wir müssen auf den Turm, wie ich gesagt habe. Ja doch, wir gehen ja auf den Turm. Beginner Zipponaut, jawohl. Bam, erstmal gegengeprallt. Scheiß auf die Kniescheibe, ne? Nice. Ja. Ich sage ja, das macht jetzt gerade Fates hier. Bist du schon hoch oder wie? Nee, erstmal hoch. Nein, ich bin einmal rumgelaufen, ist nichts. Gut. Alter Falter. Gut, dann lass uns hochgehen. Herrlich. Herrlich. Das ja. Finde ich gut in Spielen. Erforschen. Raft. Und wir sind immer noch in Raft.
Ja, immer noch. Ein Fahrstuhl. Ach, die Planken schon wieder. Ich schmeiß die Planken jetzt weg, was soll's. Das ist Kunststoff. Jo. Aha. Warte mal. Hast du was gefunden? Ein Fahrstuhl. Warte mal, ist hier noch Slot? Ach, Kunststoff haben wir eigentlich auch genug, aber... Dann müssen wir in Stockwerk 2. Stockwerk 2. Obertrikotagen. Wow. Warte. Ein Hinweis. Warte, ja genau, ich will das erstmal, Fotografie, Picture. So, ich nehme das jetzt mal auf. So, neue Notiz. Oh, großes Lager. Oh, Bauplan, großes ja. Lager. Tangora-Projekt, ja. Du kannst jetzt erforschen, großes Lager. Ja, geil. Das geht richtig los. Nice. So, hier müssen wir noch irgendwas finden. Planke nehme ich jetzt nicht auf, weil wir haben ja keinen Code. Moment, ich muss mal gucken. Fehler. Achso. Braucht du was? Emergency Bridge Lunch. Ja, das ist die hier oben wahrscheinlich. Die okay. Leiter. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis fürs Codewort. Ja, sicherlich. Das gucken wir doch gleich mal nach. Tag, Ammo. Oder die waren wieder unten zu schnell durch und haben das Passwort nicht gesehen Nein. oder gefunden. Ich kontrolliere gerade mal die Aufsätze, die ich habe. Bist du sicher? Könnte ich mir vorstellen. Man kann jetzt hier auf die Kuppel rauf, ne? Aber dann kommst du, glaube ich, nie wieder zurück. Fehler. Ist wieder bestimmt ein komisches Rätsel oder so. Das ist ja wieder interessant. Dann gehen wir nochmal runter in die Wohnung. Ja. Oder? Ah, Moment. Was? Erzähl. Ja, wir haben ja den Fahrstuhl gerufen. Der kam aus dem 0. Stock, also müssen wir mal kurz runterfahren. Ja. Komm. Bist schon drin. Sie betreten Bordell. Hier, Hinweis. They haven't done anything hostile. Yes, they're still just chanting. Sind wir hier so durchgeschlampt, Ammo? Yes, sir. I am armed. Guck mal, wo wir sind. Holen wir uns die Rucksäcke. Freely, warte, ja. Hast du gleich ein Meer geholt, oder wie? Moment. Yes, sir. No, sir. Tully says shoot to wound. Seil aufnehmen? Hä? 2, 4, 6, 8, 10 Stück, 10 Plätze gibt er. Looten! Die Frage ist, Moment mal, ich gebe mal, ich frage.
was ausprobieren. Bleib mal stehen. Hast du noch Platz? Ja. Haha. Was wolltest du jetzt testen? Na, ich glaube, nee, geht nicht. Was wolltest du testen? Dass ich dir den Rucksack auch noch mal in die Hand drücke, aber der ist jetzt fest integriert. Was? Den kriegst du nicht mehr raus. Nee, das stimmt. Weil ich denke mal, die wollten damit verhindern. Doch, den kann ich rauslegen. Den kannst du unten in den Gürtel legen, in die Gürtelschleife. Ja, die muss dann, ja, bloß dann kann ich die nicht mehr aus der Gürtelschleife hier raus, aus dem Kosmetik nicht mehr rausnehmen. Du kannst den nicht aus dem Boden schmeißen? Ach, Moment. Schrott aufnehmen, Seil aufnehmen, was? Nimm mal den Rucksack und schieb, ob du den anderen nochmal anziehen kannst. Ja, mach ich. Nee, passiert gar nichts. Gut, gib wieder. Ja, gib ich dir doch. So. Scheiße, ist das genial, ey. Ja, jetzt haben wir Rucksack. Nice. Notizmäßig, was stand da drin? Ja, warte. Oh, genau. Moment mal, Moment. Oh nein. Da, die, da, du, da. Das gesamte Ökosystem. Ah ja. Transkript. Hier steht aber auch nichts drin. Sicherheit. Nein, Sir. Sie haben nichts Feindseliges getan. Ja? Sie singen immer noch nur. Captain Tully. Gedämpfte Antwort. Sicherheit. Ja, Sir. Ich bin bewaffnet. Aber wenn ich frei sprechen darf, wir können die Wasserwerfer benutzen. Oh, hier muss ja auch nicht was los gewesen sein. Wenn, boah, wieso klickt das immer gleich wieder weg hier? Ach, du bist auch beim Lesen, ne? Blockt immer gleich wieder weg. Aber da steht nichts drin. Hallo, du hast ja einen Hinweis aufgenommen, ne? Ja. Wo so ein Zeichen draufstehe. Also so gekritzelte Bilder. Hä? Das, ja. Du, mit den Blumen? Nein. Mit so. Gegenständen, die da draufstehen. Ah, ja. Da müssen wir erstmal in die Trangul oder Trangil Street zu dem irgendein Gebäude, da wahrscheinlich die Nummer raussuchen. Dann gehen wir in die Exterior Lane, gucken da nach irgendeinem Haus, nach diesem Burger-Dingsbums, gucken, was das für eine Hausnummer hat. Dann gehen wir in den Boisard, in die Boisard Street, Partisan nach diesem Barbershop, was das für eine Nummer Boisard hat. Dann die ja, von oben nach unten. Ja, ist doch gut. Machen wir. Nice! Jawohl! Rucksack, genial, jetzt macht's richtig Face. Aber das ist ja cool, das kann man sich echt mal merken, die Koordinate. Guck mal, was kann ein Klavier kannst du dir kaufen? Also ein Klavier, ein Klav 5, ein Rucksack, man kann sich Stiefel holen. Was ist denn das hier? Eine Satteltasche, irgendwie was noch? Exterior Lane. Gut, dann suchen wir erstmal die Straße. In die Exterior Lane. Muss man mal kurz ein bisschen was umschrauben. Was ist mein... Meine zweite Machete ist auch schon wieder im Eimer? Ach nee, oh, ich habe schon gedacht eben. Meine zweite Machete. Was machst du jetzt gerade? Screenshot oder was? Amo? Nein, ich schreibe mir auf die Reihenfolge. Ja, warte, ich mache das anders. Ich habe einen Screenshot gemacht. Amo, warte. Mach mal kurz die Tür zu bei mir zu. Ich habe vergessen, dass wir Besuch haben. Ach so, ja. So. Ich habe denen mal eine WhatsApp geschickt. Oh. So, der Exterior, der Burger. Ich habe denen mal eine WhatsApp geschickt, ne? Oder so. Bloß ich muss hin und her switchen, deswegen. Ach so, du hast es auch auf dem Computer drauf, alles klar. So, das ist die Nummer 4, die Extro Lane. Gucken wir mal nach der Trans Lane. Hast du, sehr gut.
So, was ist die? A Tranquil Lane, genau, die Tran. Freund hat deinen Channel betreten. Hallo Primus, herzlich willkommen in der Aufnahme. Primus! Er kann nicht sprechen. Ja. Liebe Freunde an den Fernsehbildschirmen, der Primus ist nicht in der Lage, mit uns zu kommunizieren. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt hören wir. Ja. Ah, sehr schön. Aber du hast uns gehört, ne? Hallo, ja, hab ich. Wir nehmen gerade hier Raft auf. Raft! Rafted. Genau. Partisan World. Okay, das ist das Gebäude hier. Wir sind gerade beim Knobel. Also das Spiel ist ja nicht nur das Floß bauen. Was ich so klasse finde, es sind hier massenhaft Rätsel und Minigames drin, die du hier bestehen musst, ne? Das Ding musst du auch eine Nummer haben hier. Deswegen, also ich verpenne die Zeit mittlerweile jedes Mal hier. Primus. Jetzt haben wir dich wieder nicht. Ja, doch. Seid ihr lange drin, ja? Bitte? Ah, falsches Passwort. Ach, wolltest du rein jetzt? Mal bei euch reinschauen, ja? Ja, warte, ich schick's dir. Das ist ganz einfach, nur klein geschrieben. Also nur klein geschrieben, der erste Buchstabe. Ansonsten weißt du ja, welches. Ist. Oh. Wisst ihr? Ja, mal geguckt. Ah, ja, ich hab's rausgeschrieben gehabt. Hab ich mich selbst rausgeschrieben. Dieser Streber wieder, typisch. Das kommt dabei raus. Streber. Ah, bist drin? So. Was ist das für eine Straße hier? Exterio. Ja, du musst erst das laden, ne? Das Game, ne? Braza Street. Patrick, du musst erst laden, ne? Error. So. Warte mal, dann warten wir auf Patrick, wenn der reinkommt hier. Der sollte ja auf dem Floß spawnen. Jo. Dann kannst du so eine Rutsche hochgehen, Patrick. Bitte? Betreten. Du bist so leise. Was ist los? Achso, du musst. Warte mal, du brauchst nicht lauter sprechen. Wieso bist du wieder so leise gestellt? Ach, weil ich wieder leise gestellt habe. Das ging mir wahrscheinlich auf den Senkel, weil du andauernd hier irgendwelche Schlagersänger nachgesungen hast. Jetzt weiß ich es. Nein, bist dabei. Da kommt er! Da ist er! Ja, da ist er! Hier, komm hier, nach links! Links, links, hier, links, links! Ja! Da ist er, der Primus! Primus ist da! Hi! Du musst aber die Augen zumachen, wenn du spielst. Du weißt, du willst dich nicht spoilern. Denk dran bitte, ja? Ach, ist das genial. Hier ist noch eine Hütte, wo man reingehen kann, gucken kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Amos die ganze Zeit beim Holzhacken hier. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das hier so eine geniale City ist. Also, dass überhaupt die Möglichkeiten hier so sind, weißt du? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Amo, gehen wir denn jetzt hier nochmal rein oder bist du schon wieder beim Plankenschlagen? Wie viel kriegst du denn da immer raus? Amo, diese alte Geier, ey. Jo. Was war das jetzt? Tranquil Street. Ja, lass uns das Rätsel jetzt lösen. Schrott auf die. Na, hier brauchen wir nicht rennen. Die Tranquil Street müssen wir. Also, wir suchen. Pass mal auf, Patrick, ich schick dir mal was. Warte mal, Patrick. Augenblick mal. Die Exterior Lane. Augenblick, ich schick ihm das auch mal. Ich schick Patrick das auch mal, dann weiß er, worum es geht. Exterior Lane ist der Burger Shop. Das arbeiten wir von oben nach unten ab, Patrick. Das Problem ist, wenn wir uns hier verlaufen, dann weiß keiner mehr, wo wer ist. Da ist ein Roboter und Amro ist wieder weg. Na, ich bin zu dem großen Gebäude. Na, zu dem Turm in der Mitte. Oh.
Christus, eine Schlüsselkarte. Wie viel haben wir denn? Ja, ich muss mal gucken, wo Ammo ist. Folgt mir mal. Ich muss erst mal gucken, wo Ammo ist hier. Großes Gebäude. Wenn ihr auf den Turm zulauft in der Mitte. Ja, da bin ich jetzt drauf zu. Ich stehe jetzt direkt unmittelbar im Turm drin. Nicht im Turm, ich bin außerhalb des Turms. Patrick, ich drehe mich immer noch mal um. Als Teamleader alle mitnehmen. Ich will bloß mal die Speisekarte studieren hier. Oh, da muss aber die eine starke Brille haben. So, Amo, erzähl, wo ist die Transylvanian Street? Tranquil Strainer Blux. Was ist das hier? Kosmetik brauchen wir nicht. Hier haben wir die. Was heißt die? Da ist doch die Tranquil Street. Hier ist sie. Stage. Hier gibt es noch ein Häuschen, wo man reingehen könnte. Und welche Nummer müssen wir da? Die Nummer 12. Ich weiß, wo wir rein müssen. Hier hinten müssen wir rein. Nicht rein, wir müssen die Nummer aufschreiben. 4. Also, das ist die erste. Warte, ich schreibe mir das mal auf hier. Das ist die 4. Muss immer alles alleine. Alles muss ich hier allein. So, 4. Nee, Ammo hat ja recht. Das war jetzt nur einmal große Fresse haben, weil Ammo das Rätsel hier gerade am Lösen ist. So, die Exterior Lane brauchen wir jetzt. Das ist hier vorne. War, wir müssen immer dahin gehen, wo Ammo sagt hier. Also, wo hier ist, da ist Ammo. Mhm. Hat er doch mehr recht. Ammo hat immer recht. Selbst wenn er mal nicht recht hat, dann tritt erstes in Kraft. Die Frage ist jetzt hier, ob das hier beim Burger Show, ob das eine Zahl ist oder einfach nur ein Buchstabe. Was denn? Wenn das eine 7 ist? Nee, es soll, sieht 8. Das aus wie eine 8. Keine Ahnung. Das ist eine 8. Gut, das sieht aus wie ein Schneemann, aber eine 8 sieht aus wie ein Schneemann. Ja, müssen wir aufpassen. Genau. So, jetzt die... Ach, hier der Barbershop hier. Den hat man auch schon gehabt, den Barbershop hier. Ja, jetzt müssen wir aber noch eine Straße finden. Brasar. Oh. Ja, da wo der Barbier ist, da waren wir doch schon. Ja, das war aber nicht die Straße, das ist ja noch irgendeine Straße. Brasar oder Brasar Street, eins von beiden. Da haben wir sie doch, die Straße. Ja. Die Bazaarstraße Street Ding. So. Da sag ich doch, hier ist der Barbershop. 1. Habe ich notiert. Wieso ist meine Mine wieder raus, Patrick? Verdammte. Meine Mine war wieder raus. Jetzt müssen wir das nächste Ding suchen, die Partisan Road. Die hast du doch schon gehabt, Ammo. Ja, ich glaube, das war die, müsste die 5, glaube ich, gewesen sein. Ich guck lieber nochmal. Ich meine, das sind. Und dann müssen wir nachher den Tower hier hoch. Patrick. Ja. Partisan. Rinderwahn. Eine Flasche habe ich schon leer da. Partisan. Und das muss auch irgendwie so ein Kringel sein. So ein Ja, das ist der Tower, sage ich mal. Bloß, was hat der für eine Nummer? Das ist die Frage. Moin, Schiche. Das ist der Turm hier vorne. Ja, bist du sicher? Ja, wenn du auf das Zeichen drauf guckst, dann sieht das noch fast genauso aus. Mhm. Der hat aber keine Nummer, oder? Oder doch? Weiß ich jetzt nicht. Steht da irgendwas dran da oben? Ah ja. Hä? Dann doch schon in der Partisan Street.
Oh, ja. Diesen Hinweis. Wo bist du? Jetzt müssen wir Ammo wieder bei der, so. Bei der Statue. Immer sagen, ich bin hier und du bist dort. How someone his age was able to reconstruct an engine like that, I'll never know. But now we've got the boat working. We'll be gathering up a few more survivors before we head off. The rafters either hid up in the apartments or left to sea. Most of them seemed sick. No wonder they were so desperate. We need to hurry. Those large rats that came with the rafters are aggressive. I say let them chew Tangaroa into pieces. I'm coming for you, Hama. Remember the place we heard about? The No. No, sir. The kid's name is Detto. How someone his age was able to reconstruct. So, jetzt haben wir immer noch keine Nummer. Also es sind, ist eine vierstellige Geschichte, muss das ja sein. Ja. So, Partisan Road. Nee. 481. Haben wir jetzt. Irgendwo muss man eine blöde Zahl stehen. 4810? Okay. Eventuell, weil das die nullte Etage ist? Ammo? Komm, lass uns probieren hier. Nee, warte mal, ich guck mal, was ist das? Partisan. Nee, hau ab. Das ist die Memory Lane, Exterior Lane. Ich glaube, Rückseite hier. Burger Shop. Ne, den haben wir ja schon. Das ist die, ja, das ist doch die, da hinten ist doch diese Partisan Street. Eben. Main 8. Nee, es ist nicht der Turm. Das sag ich doch. Es muss irgendwas in der Partisan, irgendein Zeichen muss stimmen. Partisan. So, hier ist die Partisanschritt. Das stimmt schon mit dem Turm. Du hast schon nicht ganz unrecht. Was soll das sonst sein, Ammo? Es ist ja nur die Partisan Street. Dann wäre das die 8 hier, aber das ist ja, ja wieder ein Hoch. Ja, wir sind hier in der Partisan Street. Beim Tower, ne? Ja. Alter. Ratten oder was? Nee, die Roboter. Bin gleich tot. Ach, ich weiß, wo ich bin. Nummer 3 ist das. Ja. Loading Fashion. Genau. Expert Disruptor. Von wegen der Turm. Toll. Ich hab doch dann gerade gesagt, dass es was anderes ist. Wir sind doch alle hinterhergerannt, Ammo. Ist doch unsere Schuld. Keiner hat was gesagt. Ja, aber die Auflösung, liebe Freunde, die kriegt ihr erst zu sehen im nächsten Video. Das tut mir leid, da müssen wir ein bisschen gespannt sein. Oder wollen wir es Ihnen jetzt zeigen? Ihr könnt entscheiden. Ammo. Mal zeigen wir jetzt doch. Schauen wir ihn an. So, auf zum Turm. Zweiter Stock. Aber bitte warte, ne? Jojo. Ja, ich warte so lange, bis die Tür dann aufgeht. Ach, da ist er. Hi. Hi, hi. Hi, bitte. Obertrikotagen. So, pass auf, ich klicke da mal rauf jetzt. So, warte mal. Wir müssen jetzt die 4
Dann haben wir die 8. Dann haben wir die 1 und die 3. Error. Alter. Wir haben gerade die Kuppel, das oberste Stockwerk abgesprengt. Wollten wir das? Ja. Launch initialisiert. Es regnet jetzt, das haben die Wasser. Ich glaube, die waren von der Wasserzufuhr abgeschnitten, Ammo. Jetzt gehen wir mal runter. Vielleicht liegt dann irgendwas im Wasser. Ja. Weil wir haben ja nicht im Prinzip noch keinen weiteren Hinweis. Oder wir durchsuchen jetzt noch die anderen Häuser. Das können wir auch machen. Wie sieht's bei dir mit Essen aus, Patrick? Hab schon. Nein, ist noch die Hälfte und komm mal her. Wasser ist bis weniger als hier. Lass schmecken. Guck, Ammo schon wieder beim Bäume platt machen, hier ehrlich. Ich habe hier als Bürgermeister alles in Ordnung gehalten und Ammo ist unterwegs und alles macht's dauert. Kaputt. Okay, aber das soll es gewesen sein. Da oben ist die Kuppel kaputt, die haben wir gerade abgesprengt. Dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.